begrüßt jetzt mit mir Laura Laukwitz. Sie ist Studentin, Programmiererin und Mitorganisatorin der Gruppe Rails Girls Berlin. Laura, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist und uns eure Initiative vorstellst, die Mädchen und Frauen das Coden näher bringen will. Herzlich willkommen. Hallo, jetzt hast du schon verraten, was wir machen. Ich kann wieder gehen. ja, bevor ich anfange, euch zu erzählen, was wir machen, wer kennt überhaupt Rails Girls Berlin vom Hörensagen schon? Mal so eine interaktive Aktion hier, okay. Ist ja gar nicht so schlecht. Nah genug jetzt? Alles klar, gut. Bevor wir anfangen und ich euch erzähle, was wir machen, ein kleines interaktives Ratespiel. Wer hat diesen Graphen schon mal gesehen? Okay, ich gebe einen kleinen Hinweis. Unten haben wir Jahreszahlen, 1970 bis 2010. Hat schon jemand... Bitte? Rot ist nicht PHP, nein. Wir wünschen uns das alle, aber nein. Da hinten? Genau. Ja. Die Anzahl an Abschlüssen in dem Bereich Informatik in den USA und wir sehen in der orangen Linie die Informatik und in den anderen Linien andere. Das Wichtige ist das Orange. So, wir sehen das in den 80er Jahren. Fast 40% der Studierenden in der Informatik Frauen waren. Und in allen anderen Fächern ist das dann weiterhin gewachsen und in der Informatik ist es irgendwie abgestürzt. Um mit deutschen Zahlen zu kommen, weil wir uns ja nun mal in einem deutschen Kontext bewegen, da war es schon immer beschissener. Wir waren also in den 80er Jahren, das Hoch war irgendwie bei fast 20% und wir sind jetzt wieder so bei 16% ungefähr. Auch nicht besonders gut. Warum? Die Rails Girls Berlin versuchen, das Ganze mit einem speziellen Ansatz anzugehen. Und zwar möchte ich da Virginia Woolf zitieren, die sich vor langer, langer Zeit darüber aufgeregt hat, dass es sehr viel mehr Männer gibt, die Bücher schreiben und dann auch publiziert werden. Und sie sagte, a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. Und ich würde das updaten zu a woman must have money and a room of her own if she is to write code. Und das ist so ein bisschen der Ansatz von Rails Girls Berlin. Wir machen also Workshops für Frauen und eigentlich auch nur für Frauen. Männer können kommen, wenn noch Platz ist, um das Programmieren zu lernen. Und zwar konkret das Programmieren mit Ruby on Rails. Das ist ein Framework, mit dem man Webseiten machen kann. Genau. Und ich werde euch in den nächsten 8 Minuten erzählen, wo wir herkommen, was wir tun und wo wir hinwollen. Oder zumindest, wie ich mir das vorstelle. Ich bin ja nicht Rails Girls Berlin, sondern eine Mitorganisatorin. So, was war? Wir leben in einer Gesellschaft, in der Konzepte von Technik und Konzepte von Männlichkeit eng miteinander verbunden sind. Wenn ich an Technik denke, stelle ich mir meistens einen Mann vor, der irgendwas mit der Technik macht oder diese Technik herstellt. Das hat auch Auswirkungen auf, fangen wir früh an, Kinder. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn Geschwister zum Beispiel sich einen Computer teilen, der Rechner meistens im Raum des Bruders steht, also wenn die Geschwister gemischt sind, und grundsätzlich Jungs einfach mehr Zugang haben zu Technik. Und auch in Informatik an der Schule zum Beispiel, Jungs mehr die Zeit des Lehrers beanspruchen und damit mehr lernen. Was bedeutet das in Long Term? Je weniger Mädchen Kontakt mit Computern haben, desto weniger Selbstvertrauen können sie entwickeln in ihrem Umgang damit. Und weniger Selbstvertrauen bedeutet leider in vor allen Dingen auch so diesem jugendlichen Alter weniger Interesse. Weil wenn ich was nicht kann, dann ist es viel einfacher zu sagen, ich kümmere mich um andere Dinge, anstatt mich da reinzubeißen und das zu lernen. Weil warum sollte ich? Ich kann ja auch Fingernägel lackieren. Was nicht falsch ist, ich will das gar nicht bewerten, aber es gibt halt diesen, ja, dieses Ungleichgewicht. Viele, viele Organisationen setzen sich daran und gehen das von verschiedenen Seiten an. Es gibt in den USA zum Beispiel die Black Girls Code, die sich speziell auf schwarze Frauen und Mädchen konzentrieren. Es gibt in Deutschland die GCATS, die nicht so unbedingt den technischen Approach hat, sondern mehr das Netzwerken sich anguckt, die Digital Media Woman und eine, also das sind einfach nur ein paar, die was zu dem Thema machen. Und es gibt Railsbridge und Railsbridge macht eben eigentlich genau das gleiche wie wir.
Und Rails Girls hat sich das dann in Finnland von Rails Bridge ein bisschen abgeguckt und gesagt, wir nennen es aber Rails Girls, weil wir wollen ja offensichtlich machen, dass es für Frauen und Mädchen ist. Genau. Und so gab es in Finnland, ich glaube 2011, den ersten Workshop und in Berlin im April 2012 den allerersten Workshop. Da war ich noch nicht dabei. Ich bin seit Ende 2013 dabei. Und dieser Workshop sieht so aus, es gibt am Anfang eine Einführung in, was ist überhaupt Webentwicklung, was kann man damit machen, und den Rest des Tages wird dann programmiert und die TeilnehmerInnen haben am Ende eine eigene App geschrieben, die relativ basic ist, aber sie sind zumindest einmal durch. Es gibt also ein Ergebnis, was immer sehr schön ist, weil die Leute sich freuen, wenn sie was vorzeigen können. So, was ist? Wir haben seit 2012 21 Workshops gemacht. Wir hatten insgesamt 767 TeilnehmerInnen und wir haben einen Pool von 120 Coaches. Das heißt, wir haben 120 Leute, die irgendwann schon mal anderen Leuten das mit diesem Programmieren erklärt haben, was echt schön ist, das zu sehen, dass viele Leute sich dafür interessieren und ihr Wissen auch teilen möchten. Wollte ich da noch was sagen? Nein. Genau, das wollte ich sagen. Darüber hinaus gibt es aber noch ganz viele andere Sachen, die speziell in Berlin entstanden sind und vielleicht auch in anderen Städten, aber ich rede jetzt mal nur über Rails Girls Berlin. Es gibt ungefähr 10 aktive Projektgruppen im Moment. Das sind Leute, die sich einmal die Woche treffen, um an einem Projekt weiterzuarbeiten und damit mehr programmieren zu lernen. Wir haben zum Beispiel die Speakerinnenliste, die aus einer dieser Projektgruppen entstanden ist. Bei der Speakerinnenliste, die ist aus der Idee entstanden, naja, Konferenzorganisatoren sagen ja oft gerne, wir haben einfach keine Frau gefunden, die zu dem Thema irgendwas sagen kann. Und dann gibt es halt ein Panel, wo nur Männer sitzen und über Diversität reden, zum Beispiel. Hat jemand gelacht? Das sollte lustig sein. Danke. Reaktion, sehr gut. Genau, und ein paar Frauen in einer der Projektgruppe haben dann das technisch umgesetzt, also eine Datenbank entwickelt, in der Frauen, die gerne Vorträge zu irgendwelchen Themen halten, sich eintragen können, damit KonferenzteilnehmerInnen nach diesen Themen und diesen Frauen suchen können und sie auf ihre Konferenzen einladen können oder zu diversen anderen Veranstaltungen. Genau, so viele tolle Projekte machen diese Projektgruppen. Dann gibt es den Summer of Code, der sich auch irgendwie ein bisschen entwickelt hat aus diesem Rails Girls Umfeld. Viele verschiedene Projekte haben einen Summer of Code, der Rails Girls Summer of Code, da programmieren, ich glaube dieses Jahr waren es über 30 Teams, immer 2 Frauen, an einem Open Source Projekt. Die haben Coaches und Mentoren dazu und werden halt 3 Monate lang bezahlt, um an einem Open Source Projekt mitzuarbeiten. Das heißt, wir bringen mehr Frauen zum Programmieren und vor allen Dingen auch mehr Frauen in die Open Source Szene, was ganz nett ist. So, es gibt noch ganz vieles mehr. Das überspringe ich jetzt aber. Ich vergesse noch, was ich sagen wollte. worum geht es uns bei Rails Girls Berlin? Ich zitiere hier eine der Mitorganisatorinnen. Bitte? Bin ich schon wieder zu weit weg? Ich zitiere mal oder übersetze mal eine unserer Mitorganisatoren. Sie lernen programmieren, weil es ihr hilft, Machtstrukturen zu dezentralisieren, und sie somit ein Werkzeug hat, eigene Produkte, und Produkte sind hier in Anführungsstrichen gesetzt, weil es nicht unbedingt darum geht, das kommerziell zu vermarkten, sondern einfach Dinge zu entwickeln, die man selber braucht. Wie zum Beispiel diese Speakerinnenliste, von der ich gerade erzählt habe. Das ist etwas, was irgendwie allen Leuten hilft. Ja, wo wollen wir hin? Empowerment ist so ein Begriff, den alle Menschen benutzen. Und mit Empowerment meine ich nicht, du kannst plötzlich deinen Körper schön finden, wenn du DAF Hautcreme kaufst. Sondern ich nehme für Empowerment die Definition von Brilling Hamas und Ergün Hamas von 2013. Empowerment wird als das Steigern der politischen, sozialen, ökonomischen und spirituellen Stärke einer Gemeinschaft oder Person verstanden, die durch soziale Konstrukte wie Rasse, Religion, Gender, Sexualität, Klasse, Disability und Alter strukturell benachteiligt sind. So, das ist das, wo wir hin wollen. Wir möchten Menschen empowern, sich selbst zu helfen und ihre Situation zu verbessern, unter anderem durch das Programmieren, aber auch durch das Vernetzen, aber auch dadurch, dass wir die Wahrnehmung von wer kann eigentlich programmieren, wer ist der klassische Programmierer, / die klassische Programmiererin,
dieses Bild zu ändern. Gehört mit dazu. Was wir damit machen wollen, und ich konnte es nicht übersetzen, to join forces, uns vernetzen mit anderen Gruppen, die sich für andere marginalisierte Gruppen einsetzen. Das heißt, wir müssen auch uns selber nochmal reflektieren und gucken, dass wir nicht nur weiße Frauen auf unseren Workshops haben, die irgendwie gesund und Anfang 20, Mitte 20 sind, sondern wir müssen uns mit anderen Gruppen zusammentun, um auch unsere eigenen Leute zu diversifizieren. Was uns wichtig ist, ist, dass Kooperation wichtiger ist als Konkurrenz. Und das ist auch fürs Lernen relativ wichtig, weil bei der Konkurrenz gibt es immer Sieger und Verlierer und bei der Kooperation haben alle zusammen was gelernt und was Tolles geschaffen. Und uns geht es letztendlich auch darum, Denkanstöße in diversen anderen Bereichen zu bringen. Und hey, deswegen bin ich hier heute. So. Wo gehen wir konkret hin? Am 30.10. hat der Oktober 30 oder 31 Tage? 31? Am 31.10. und 1.11. Ist unser nächster Workshop. Das heißt, es gibt einen Tag, an dem die Teilnehmer in Frontend-Programmierung lernen und am zweiten Tag gibt es dann Rails. Das ist ein besonders ausführlicher Workshop. Normalerweise machen wir nur einen Tag. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, dann guckt mal auf railsgirlsberlin.de. Da könnt ihr euch noch anmelden. Es ist Hashtag SpookyRails, weil es ist Halloween. Und wir werden ganz besonders schöne Halloween-Poster haben. Die macht nicht ich, die macht die Ute. Die ist aber nicht da. Die wohnt in Köln gerade, leider. Und jetzt, weil ich euch erzählt habe, wie toll wir sind, und ich organisiere das halt, ich muss überzeugt sein, gebe ich das Wort an Marie weiter, die nämlich Teilnehmerin ist und euch erzählen kann, wie wirklich toll das Ganze ist. Ja, danke Laura. Ich wollte, also mein Name ist Marie. Ich habe Anfang des Jahres im März an einem Workshop teilgenommen, der Rails Girls hier in Berlin. Und ich wollte drei Dinge dazu sagen. Also zum Ersten, was hat das gemacht mit mir? Was ist dabei rausgekommen? Was ist der Output? Der zweite Punkt ist, wie ist das abgelaufen? Wie hat der Workshop funktioniert? Und der dritte Punkt ist, wieso ich das überhaupt erzähle? Wieso halte ich das für relevant? Ja, also zum ersten Punkt, was hat es mit mir gemacht? Ich bin als absolute Anfängerin in diesen Workshop gekommen und hatte keine Ahnung, was ein Terminal ist. Ich wusste nicht, was man damit macht oder dass ich was damit machen kann. Und ich bin nach dem Workshop irgendwie nach Hause gegangen und habe gemerkt, okay, das kann was mit mir zu tun haben. Ich finde Programmieren spannend, ich bin neugierig geworden und ich bin dabei geblieben. Ich habe weitergemacht. Das heißt, ich konnte mich irgendwie damit identifizieren. Der zweite Punkt ist, wie ist der Workshop abgelaufen? Wie gestaltet sich so ein Tag? Ich glaube, das Wichtigste dabei ist die Kombination aus enorm engagierten Coaches, die wirklich ein Interesse daran haben, dass mehr Frauen in die IT-Szene irgendwie reinkommen, die super geduldig sind und die einfach mega motivierend sind und sagen, hey, das kann was mit dir zu tun haben und wir trauen erstmal allen zu, das Programmieren, was für sie ist. Das klingt vielleicht ein bisschen simpel, aber das ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu finden. Der dritte Punkt, wieso ich das erzähle und wieso ich das für relevant halte, ist, dass ich glaube, dass wenn Leute sich mit Tech-Themen überhaupt nicht identifizieren können, wenn sie damit nichts zu tun haben, wenn sie so klassische passive NutzerInnen sind, dass sie dann auch mit netzpolitischen Themen wenig bis kaum was anfangen können. Und ich glaube, dass das wichtig ist und dass das oft irgendwie so ein bisschen überblickt wird, wenn man sich fragt, okay, wieso haben wir eigentlich in der netzpolitischen Community, wieso können wir irgendwie nicht alle erreichen? Und wenn ich jetzt weiß, ungefähr kann ich mir vorstellen, was Open Source bedeutet, das wusste ich vorher nicht. Und deswegen kann ich jetzt auch irgendwie bei netzpolitischen Themen mehr mitdenken und ja, deswegen halte ich das relevant. Ja.